Chief, machen Sie den Motor klar und starten Sie. Wir wissen nicht, ob der Reaktor durchhält. Die Teleporter waren bis eben noch direkt hinter uns. Los, Milan, starten Sie die Motoren. Na, kommen Sie. Ich mach ja schon. Los, Milan, bring uns hier weg. Von dieser verdammten Insel. Oh, shit. Chief, sehen Sie das? Töten Sie ihn. Beenden Sie endlich diesen Scheiß. Bitte, was? Was ist? Geben Sie Gas und überfahren Sie ihn. Wir sind hier mitten im Niemandsland. Niemand wird Sie dafür belangen. Tun Sie's. Los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Endlich. Es ist vorbei. Es geht nach Hause, Agenten. Es geht nach Hause. Vera, es tut mir leid. Was soll ich denn machen? Schon verstanden. Mann, verzeih mir. Ich verstehe schon. Du lässt dir von deinem Chef dein Leben bestimmen. Vera, es ist halt mein Job. Ja, sicher. Es ist dein Job. Dein verdammter Job. Vera, wenn ich doch die Möglichkeit hätte, mich anders zu entscheiden. Aber ich bin nun mein Agent. Estaba claro que él no era adecuado para ella. Lo demostró desde el principio. Su relación no tiene futuro. Du hast eine Wahl, Tom. Du hattest immer eine Wahl, aber du hast dich gegen mich entschieden. Vergiss es. Ruf mich bloß nicht mehr an. Y luchó con sus hermanas por ese idiota. Ahora ve lo que significa para ella. Ja, also, ich meine, sein Job ist ihm wichtig. Er ist Bundesagent. Er trägt eine wichtige Verantwortung. Aber vielleicht hätte er versuchen können, einen Kompromiss zwischen seiner Arbeit und ihr zu schließen. Ich finde, wir Agenten werden in dieser Serie immer so schlecht dargestellt. Es gäbe bei uns keine Romantik. Oh, sí. Cada noche. Er ist ein Idiot und die sollte den anderen nehmen. Warum zeigen Sie nicht mal einen echten Bundesagenten? So jemanden wie mich. Dann würde uns niemand mehr für verklemmte Spieße halten. Oh Gott, ich würde ein Herz nach dem anderen brechen. Von diesem anderen Mistkerl, der sich schon zweimal betrogen hat, würde ich eine reinhauen. Das kannst du mir glauben, Maria. No entiendes, Ibrahim. Oh Gott, stehen wir gerade wirklich? Nach all dem, was uns jetzt auf dieser Insel begegnet ist, und wir dachten, abgefahren, da kann es nicht mehr werden, stehen wir jetzt vor diesem Ding. Es ist wunderschön, atemberaubend. Daran hat das IAA, also unter der Leitung von Olivia Clark, gearbeitet. Was auch immer es ist, schon der Anblick reicht, um zu wissen, dass es was ganz Besonderes ist.
Ibrahim, no puedes dejarme solo en una escena tan emocionante. Guten Morgen, Agent. Ich hoffe, Sie konnten trotz Ihres Gewissens gut schlafen. Welches Gewissen, ey? Dass Sie mir Teile meiner Erinnerungen an die letzten Stunden der Mission gelöscht haben. Ach komm schon, ey. Du weißt ganz genau, dass das so nicht richtig ist. Da du kein Internet und damit keine Cloud-Verbindung hattest, wir aber dringend Speicher brauchten, mussten wir leider Teile überschreiben. Unwichtige Teile. Sicher? Ich kenne Sie beide. Und ich bin mir sicher, dass Sie mir etwas Brisantes von den Dingen, die in den letzten Stunden auf der Insel geschahen, verheimlichen. Ach ei, ganz und gar nicht. Wenn du willst, habe ich deinen Gedächtnisspeicher gerne auf die Sprünge. Woran kannst du dich denn nicht mehr erinnern? Ich glaube, die Frage heißt eher, woran erinnere ich mich als letztes? Punkt für dich. Sie wissen doch ganz genau, wie man eine Befragung führt. Kannst du dich noch daran erinnern, als wir den großen Reaktor in dem Hangar entdeckten? Haha. Ja, kann ich, Agent. Kannst du dich noch an mein Gespräch mit Layla erinnern, als wir auf der Plattform dieses Giganten standen? Und mich romantische Gefühle überkamen? Was für ein Moment. Sie verarschen mich, Agent. Ich weiß ganz genau, dass das nicht das Einzige war, was in dem Hangar geschehen ist. Agent Layla, warten Sie. Tun Sie nicht so verdammt unschuldig. Ich werde dahinter kommen. Lassen Sie mich raten. Sie hatten beide Sex auf der Plattform vor dem Reaktor. Stimmt's? Habe ich recht? Habe ich recht, Agent Layla? Hallo? Hallo, Leute? Hallo? So leicht entkommt ihr mir verdammt nochmal nicht. Bei Gott, es ist einfach großartig. Einfach großartig. Kann es überhaupt was? Oder steht es hier einfach nur rum, blinkt und surrt? Ich würde es zu gerne wissen. Oh fuck, verdammt. Ich glaube, wir haben Besuch. Es ist großartig, nicht wahr, Agent Ibrahim? Ende der guten Stimmung. Ach komm schon, ich habe mir extra Zeit gelassen, um euch beide beim intimen Genuss dieses Prachtwerks nicht zu stören. Im Übrigen kann es lebensgefährlich sein, hier die Schutzanzüge auszuziehen. Haha, ich wusste es. Sie beide hatten tatsächlich Sex auf der Plattform. Ja, hatten wir. Wenn es dich glücklich macht, man befindet sich nicht jeden Tag am Rand eines gewaltigen, energiegebündelten Riesenreaktors, der es schaffen könnte, alle Energie- und Umweltprobleme der Zukunft zu lösen. Dann überkommt es einen nun mal. Ich hoffe, du bist ja zufrieden. Ei. Nein, das kann es noch nicht gewesen sein. Ich suche weiter. Diese Anlage ist eine geballte Sammlung von unglaublichen Forschungsprojekten. Hier wurden Dinge erforscht, die Sie sich nicht mal erträumen können, Agent. Forschungen, die die Zukunft der Menschheit hätten verändern können. Haben Sie eines der großen Gewächshäuser gesehen? Ja. Die Pflanzen dort wurden auf Wachstum unter dramatischen Klimabedingungen für Erde und Mars getestet. Olivia Clarke war überzeugt, dass der Klimawandel nicht mehr aufzuhalten ist, aber Lösungen existieren, die ihn für die Menschen nutzbar machen können. Doch das hat uns alles nicht interessiert. Wir brauchten nur die Technologien. Da wir jetzt allerdings alle wichtigen Informationen gesammelt haben, wird es Zeit, die Anlage zu vernichten. Inklusive Sie, Agent Ibrahim. Es tut mir leid. Es war schön, Ihnen damals beim Tanzen mit Jasmine zuzusehen. Sie beide haben in der Simulation ein hübsches Paar abgegeben. Doch nun sterben Sie leider hier, mit Ihrer Layla. Es hätte anders laufen können. Ich besorge uns schon mal einen Besucherpass, damit Sie uns trotz Pandemie reinlassen. Du suchst einen Parkplatz. Nicht, dass gleich wieder Mr. Fernandes auftaucht. Hat der nicht am Mount Sona gearbeitet? Ich weiß nicht, ich traue ihm alles zu. Der Typ hat einen Dachschaden. Also ich gehe schon mal rein. Bilal wartet sich ja schon auf uns. Wie es Rachel wohl geht, hoffe ihr Zustand hat sich in dem Monat, den wir weg waren, verbessert. Layla, such uns wirklich einen echten Parkplatz. Nicht etwas, was du als Parkplatz interpretierst, okay? Agent, liege ich richtig? Sie beide wurden von den Teleport-Typen zum Sterben in der Anlage zurückgelassen? Sie blockierten die Wasserkühlung, damit der Reaktor überhitzte.
Halten Sie die Augen auf. Bei allem Respekt, Chief, aber ist die Ente wirklich so gefährlich, wie Sie es immer in Ihren Beschreibungen darstellen? Noch viel gefährlicher, Agent Beelay. Noch viel gefährlicher, Agent Beelay. Es gab schon viele Menschen, die diesen verfluchten Ort unterschätzt haben. Doch glauben Sie mir, wenn dieser Ente lebend entkommt, wird er noch immer einen Teil von sich hier zurücklassen. Machen Sie den Flieger klar. Agent, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, in der Notaufnahme zu parken ist so etwas, was Ibrahim als selbstinterpretierten Parkplatz gemeint hat. Die Temperatur steigt stetig an. Wenn ich bald hier rauskomme, werden wir wie Schokolade in der Sonne dahinschmelzen. Nun gut, versuchen wir es. Sollte es nicht klappen, haben wir ja noch Plan B. Hoffen wir mal, wir werden ihn nicht brauchen. Verdammt, es klappt nicht. Na gut, Layla. Mach aber bitte schnell. Hey, Parkplatz gefunden? Sie lassen uns immer noch nicht zu ihr. Ich kaufe noch schnell ein paar Blumen. Oh Gott, Ihre Frau hat sie niedergeschlagen. Was werde ich noch finden, wenn ich weiter suche? Ja. Wir müssen irgendwie heraus. Rüber in den Militärflügel und verhindern, dass der Reaktor noch dem Vulkan Konkurrenz macht. Warte mal. Hier, Layla. Ich glaube, ich hab was. Komm, lass uns keine Zeit verlieren. Nicht die beste Lösung, aber sicher die schnellste. Komm, schnell in Deckung. Halt, Moment, Agent. Sie haben Sprengstoff angebracht, um die Forschungsanlage zu verlassen. Sprengstoff, den Sie nicht kannten und dessen Sprengkraft Sie nicht einschätzen konnten. Sicher, es ist nichts dabei schiefgegangen? Nein, du übertreibst. Sie haben mit der Explosion keine Katastrophe ausgelöst? Nein. Ich werde weitersuchen. Layla, auf drei. Bist du bereit? Ich betätige den Zünder. 3, 2, 1. Sprengung. Es sieht gut aus, los! Verdammt, Ei. Bei Gott, ich schwöre dir. Wir haben Teile deines Gedächtnisses wirklich nur gelöscht, weil wir Speicherplatz für wichtige Daten über den Reaktor und den genetischen Modifikationen der Pflanzen aus der Anlage brauchten. Dann ist also in den letzten Stunden auf der Insel nichts weiter passiert? Außer, dass Sie und Ihre Frau dem Begriff ungeschütztem Sex eine neue Bedeutung gaben, die Teleporter versucht haben, Sie zu töten und die halbe Insel hochzujagen, und Ihre Frau Ihnen eine über die Birne gezogen hat? Es ist wirklich nichts weiter passiert? Seien Sie ehrlich, Agent Ibrahim. Nein, nicht ganz. Nein, Ei, nicht ganz. Da ist noch etwas, was du wissen solltest. Vielleicht reaktivieren sich deine Daten ja, wenn ich dir den Hinweis Kühlbecken gebe. Der Reaktor drohte zu überhitzen. Und um das zu verhindern, mussten wir die Blockade des Kühlwassers der Teleporttypen rückgängig machen. Das Problem dabei, wie du dir ja denken kannst, ist, dass das Kühlbecken direkt aus dem unterirdischen See im Maugomomo gespeist wird. Und wie du weißt, ist das Wasser nicht ganz ungefährlich, vor allem für Frauen. Und während ich mit dem iRobot versuchte, den Reaktor vor Ort runterzufahren, machte sich Layla gemeinsam mit Sarah auf den Weg, um etwas zu unternehmen. Koste es, was es wolle. Ich erinnere mich. Sogar an meine eigene Kommunikation mit Sarah.
Und dieses Wasser macht wirklich unfruchtbar, wenn man damit zu lange in Berührung kommt? Ja, Agent Sarah, das tut es, sobald das Wasser durch ihre Hose an ihre, naja, gedrungen ist. Werden sie wahrscheinlich nie wieder Kinder bekommen können. Wie wichtig ist es für uns, den Reaktor zu retten? Allein seine Technologie könnte die Welt nachhaltig verändern. Womöglich könnten mit ihm irgendwann Reisen bis zu weit entfernten Sternen möglich sein. Das verdammte Ding im Hangar, was Olivia Clark gebaut hat, ist kein gewöhnlicher Reaktor. Er ist vielleicht die Perfektion menschlichen Seins auf diesem Planeten. Layla, du wirst sicher noch Kinder bekommen, oder? Schon gut. Ich sehe es dir an, dass du da nicht reinspringen möchtest. Aber wie es aussieht, scheint das Retten des Reaktors nicht nur unser Leben zu retten. Ich mache es, Layla. Ich werde in diese sterilierende Suppe springen. Das ist das Mindeste, was ich unserem Team zurückgeben kann. Ei, wie lange dauert es, bis das Wasser mich... naja. Bis das Wasser durch ihre Unterwäsche gedrungen ist. Worauf warten wir da noch? Auf geht's! Achtung, das giftige chemische Gemisch des Vulkanwassers kann auch anderen Körperfunktionen gefährlich werden. Oh mein Gott. Verdammt, Agent Sarah ist eine Heldin. Ja, das kann man wohl sagen. Was sie auf der Insel getan hat, wird wohl Auswirkungen auf ihr gesamtes Leben haben. Sie hat eine Entscheidung getroffen, die sie nie wieder rückgängig machen kann. Sie hat unsere aller Anerkennung als Teil unserer Agentenfamilie wahrhaft verdient. Und daher bin ich der Meinung, wir sollten heute feiern. Sie alle haben großartige Arbeit geleistet. Sie sagen es, Chief. Ja, jeder einzelne von Ihnen hat es verdient, stolz auf sich zu sein. Sie haben sich bewiesen. Sie haben sich geopfert. Sie haben alles gegeben, um auf dieser Mission ihren Dienst zu leisten. Agent Abigail, Agent Sarah, Agent Bilal, Ibrahim und Layla. Hannah, Sie haben Tag und Nacht unermüdlich an einer Lösung gearbeitet, um die Agenten heil nach Hause zu bringen. Sie waren großartig. Dankeschön, Chief Cameron. Es war mir eine Ehre, bei dieser Mission dabei gewesen zu sein. Sie können sich alle applaudieren. Agenten, ja, das können Sie. Ich finde, in der Rede wurde ein Mann vergessen. Der Mann, ohne den wir hier alle nicht stehen würden. Doch, hört doch auf. Nein, Chief, Sie haben uns erfolgreich durch diese Mission geführt. Ihnen sollte der ganze Applaus gehören. Bravo, Chief Cameron! Bravo, Chief Cameron! Ach, nun hört schon auf. Nun seien Sie doch nicht so bescheiden, Chief. Das ist alles Ihr Verdienst. Was für ein Abend. Habt ihr gesehen? Abigail war die ganze Zeit am Handy, bis sie sich klammheimlich aus dem Staub gemacht hat. Sehr seltsam. Es scheint viel in Los Santos während ihrer Mission passiert zu sein. Abigail hat sich verändert. Und dabei waren sie nur einen Monat fort. Layla, dich lässt der Traum vom Leben in der Bucht nicht los, oder? Wenn die Häuser hier doch nicht so verdammt teuer wären. Aber ich habe es dir im Herbst versprochen, dass, wenn wir die Konsole haben und die Mission auf der Insel abgeschlossen ist, ich anfangen werde, mich ernsthaft nach einem Haus in Kumasch umzusehen. Und ich werde mein Versprechen halten, mein Schatz. Ihre Frau scheint das Haus direkt vor Ihnen zu gefallen. Pah, viel zu heruntergekommen. Gleich morgen rufe ich unsere Maklerin an. In Ordnung? Wow, irgendwo da draußen, 3000 Meilen vor uns, liegt diese verrückte Insel. Jetzt gerade geht die Sonne hinter den großen Säulen unter, deren großen Schatten die Geheimnisse dieses einmaligen Ortes verbergen, von denen wir nur die wenigsten überhaupt gesehen haben. Ob wir eines Tages zu dieser Insel zurückkehren werden? Um wieder an so vielen Orten wie möglich Sex zu haben? Ei. Ja, ich behalte sie beide ab jetzt noch mehr im Auge.